Jojo Leute, ich darf euch mal wieder ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft begrüßen. Ja, es ist mal wieder soweit, es wird eine Folge Minecraft aus dem Gut. Ihr werdet da keinen Unterschied merken, da ich ja die ganze Zeit Minecraft-Folgen hochlade, da ich ja ein paar auf Vorrat gemacht habe. Ja, es werden jetzt wahrscheinlich, es könnte jetzt ein paar Mal aussetzen werden, da ich kurz vor Klausuren stehe und die Schule geht natürlich immer vor. Ja, und was wollte ich jetzt genau, das war deswegen so. Und ich habe mir was relativ Geiles überlegt zu machen, was noch eine Weizenfarm betrifft. Das wollte ich sowieso schon machen, im großen Stil, was ich auch noch im kleinen machen werde, habe ich überlegt. Dazu aber später mal mehr. Ich werde jetzt gucken, dass ich... Moment, was habe ich denn? Hier habe ich eigentlich Bruchstein. So, genau, wir waren da hinten das letzte Mal arbeiten. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie es hier aussieht mit unseren Kühen, ob man die wieder verpaaren kann und vor allem, wen wir diesmal mit wem verpaaren. Da hat eine Spinne drin. Ist das denn ernst? Ein minderwertiges kleines Viech. Hab ich dir erlaubt, hier drin zu sein? Hab ich dir nicht, du kleines blödes Spinnenviech, du. Was mit dir? Oh, komm, weg ist er. Komm, wisst ihr was? Ich ernte mal gerade ein paar Karottchen. Dann können wir auch direkt mal wieder ein paar Schweine füttern. Ah, hier, zack, so. Da werden die Schweine auch gleich direkt wieder richtig schön verrückt. Hier, komm, da kommen sie schon, die crazy Pigs. Die crazy Pigs sind schon auf dem Vormarsch. Komm, ah. Du mit dem und du mit dem, genau. Und ihr beide müsst miteinander, so wie ihr mit euch. Und ja, hier ist eine riesen Massenorgie gerade am Start. Ich höre schon meine eigenen Worte nicht mehr vor dieser fetten Orgie hier. Kann man hier noch einfach, das gibt's doch nicht, so eine riesen Orgie habe ich schon lange nicht mehr erlebt hier. Menschenskinder, das ist ja schon skandalös. Was hier an der Orgie war. Das ist ja skandalös, meine Freunde. Ja, skandalös. Ist das. So, ich weiß nicht, was ich mache. Ich werde noch einen Aufgang von... Ja, das kommt schon später, der Aufgang. Alles mit der Ruhe hier. Nur keine Panik auf der Tentalik. So, wir werden nämlich hier später noch einen Aufgang hinbauen. So ein kleines Ding, der dann nämlich hier zack, zack rüberführen wird. Zack, 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 zack. Da wurde einfach weiter mehr hier rüber so. Und einen kleinen Weg, den man hier lang gehen kann. An was er vorbeigeht, muss ich mir noch überlegen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. So an einem schönen kleinen Lavafluss, wo wir jetzt uns töten werden. Nein, natürlich nicht. Hier runter und dann hier zur Hauptfestung, die ja hier später errichtet werden soll. Sprich, riesens Toranlage mit kleinem Hof vorne dran. Was wir später noch alles bauen werden. Und jetzt bauen wir erstmal hier die Scheiße weiter ab. Oh, zack, zack, zack. Machen wir direkt wieder ein bisschen Kohle hier. Ist doch herrlich. Ein etwas größeres Projekt hier am Start. Es soll hier schließlich nicht langweilig werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, das klingt lächerlich, aber dass ich auf so jedem meiner Videos mindestens 2-3 Klicks habe bei Minecraft, dafür, dass ich ja schon lange Videos mehr gebracht habe und Minecraft auch ein relativ ausgebildetes Thema ist, finde ich das schon ganz geil. Dass eigentlich so jede Folge von ein paar Leuten verfolgt wird. Und hier auch mal ein Gruß an dich, Moritz, da ich ja weiß, dass du meine Folgen verfolgst. Und ich einfach mal hier erwähnen möchte. Ach, und mein Bein juckt gerade schrecklich. So, bauen wir mal den Schutt hier ab. Weil den kein Schwein braucht.
Und Steine. Es ist langweilig, Steine abzubauen bei einem Let's Play. Moment, machen wir mal hier. Komm, zack, zack, zack. So, die Erde hier ein bisschen wegkriegen. Ich habe es so gedacht, ich dann entweder denke mir einen schönen Holzzaun, wenn ich da eine Holzmauer mit einer Steinmauer. Noch so der erste, Wall wird eine. Also, nee, auf der zweite. Moment. Der erste innere Wall wird eine Steinmauer sein. Der zweite Wall, sprich der äußere Wall, wird eine Holzmauer sein. Und der dritte Wall wird einfach nur so ein kleiner Dreckshügel sein, wo dann vielleicht so ein paar Bauernhäuschen drin stehen werden. Nun überlegen, mal gucken. Auf jeden Fall eine schöne Steinfarm. Okay, Farm ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine schöne Art, um Steine zu gewinnen, da ich ja noch relativ viele brauche. Ich meine, dieses gleichmäßig abbauen hier und nie nehmen, weil ich mir dieses Glück, 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 Glück. Ist ja schrecklich, muss man mal aus Erde hier machen. Zack, 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 zack. Naja, das kann ich auch wieder abbauen, was ich gefailt habe irgendwie. Schon wieder etwas beseitigt, weil er doch schon hardcore gefailt war. Ja, beseitigen wir auf jeden Fall schon mal hier die Erde, weil wir die ja eh hier vorne nicht brauchen. Ja, ich denke mal, wir werden ungefähr, also so auf dieser Höhe werden wir ungefähr die Parterre erreicht haben. Sprich, dass wir dann ebenerdig mit den Grundlegungen für unsere Burg sein werden. Ich weiß nicht, ob ich noch eins tiefer gehen, sonst auf. Na, ich müsste ich ja so ungefähr auf. Oder ich gehe auf mehrere Etappen runter. Das könnte ich auch machen. Genau, ich gehe auf ein paar Etappen runter. Das kommt bestimmt auch ganz geil. Und jetzt bauen wir erstmal hier wieder schön weiter ab, um mal zu gucken. Ah, zack, komm hier. Nehmen wir direkt mit hier. Gucken wir mal auf einer Seite wenigstens, wie wir ungefähr bauen müssen. Ich brauche eine neue Spitzhacke noch demnächst. Ich denke, die wird das nicht mehr lange mitmachen. Haben wir so viel gar nicht mehr bräuchte. Naja, vielleicht macht es ja noch mit. Mal gucken. Schön wär's. Ich spiele dann übrigens auf der 1.9. irgendwas, glaube ich. Ich weiß nicht komplett vertue. Und ich werde auf dieser Höhe beginnen. Und jetzt will ich erstmal zurückgehen, da einmal meine Spitzhacke gerade kaputt gegangen ist und es Nacht wird.
Oh, Fleisch hat vier Teile hier gefüllt. Ist doch ganz geil. Dann gehen wir unser schönes Teil hier hoch. Zack. Und wir brauchen... Ich weiß, was wir brauchen. Gut. Wir brauchen einen goldenen Keks. Haha, und warum einen goldenen Keks? Weil das Krümelmonster gleich uns besuchen kommt. Genau, das Krümelmonster. Muhahaha. Ich finde, das Haus sieht ja schon so eigentlich relativ episch aus. Mit diesen kleinen Farben davor. Das sieht schon ganz nice. Aber wenn dieser Steinig schon wieder ein bisschen zu dominant da rüber wird für so ein Landhaus. Aber das habe ich leider nicht anders hinbekommen. Mit diesem Weg zur Mine. Da ist ja auch alles ein klein wenig Zombie geschützt sein sollte. So, dann gehen wir mal zack hier. Wupp. Scheiß die Henne an. Runter. Ach komm. Stein, da haben wir nämlich doch noch hier das Zeug und das Zeug, was ich brauche. Den Rest hier kommen. Fäden kommen da rein. Was kommt da noch rein? Das kommt da rein. Das war's. Dann brauchen wir wieder Dirt. Nein, das ist ein Dirt. Zack, zack, zack. Ach, scheiße, Kies hätte ich noch hinten reintun können. Zack, Kies braucht nämlich auch keine Sau. Na gut. Kein ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich brauche keinen Kies. Ich werde mir jetzt auch mal das Eisen mit ins Inventar packen. Hier ist noch so einen halben Stack hier. Ach, hier habe ich auch noch. Ach komm. Mal runter, ein bisschen sortieren hier. Du kriegst noch, zack, du kriegst, zack. Haben wir da 16, da haben wir 64. So, dann wollen wir ja mal. So, dann haben wir hier unsere schöne Ziegelmauer und dann machen wir ein paar Treppen. Haben wir zwei Stück, ist auch in Ordnung. Tun wir hier unser Stein hin. Was ich auch in Ordnung. Quatsch, hier hatten wir unsere Futterkiste. Sprich, Karotz da hin. Ach, Kartoffeln haben wir. War so viel Kartoffeln. Na egal. Auf jeden Fall herrlich, dass wir Kartoffeln haben. Wir haben auch schon 17 Bücherregale. Sprich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 brauchen wir insgesamt. Sprich, noch 4 weitere. Brauchen wir Holz und Bücher. Ja, wird schon alles. Schreiben wir erstmal so ein Schiss. I in den Chat. Wie ich gegen. Ich hatte aber noch ein paar Treppen jetzt viel. Haha, haha, gut so. Gut, dann machen wir uns. Zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ein bisschen breit hier. Nehmen wir mal was Weizen mit. Komm hier. Komm, bist du was, nehmen wir mal alles mit. So. Fahren wir schon mal unser Zucker hier ab. So. Komm mal her, ihr schönen Kühe. Also die Kuh darf mit der Kuh. Die Kuh mit der Kuh und dann ihr ganz anderen Kühe. Einfach mal so alle Kühe so eine fette Orgie, wie die Schweine eben. Das ist so eine Kuhparty eben, was eine Schweinparty. Genau, die Folge nenne ich die Kuh-Orgie, die Schweine und die Kuh. Die Schweine-Kuhs-Orgie. Hat ihr doch eben zwei sich liebende. Wie
Wie viel haben wir denn schon? 6? Ja, reicht halt. Gut. Hört auf zu grunzen, ihr komischen Schweine! Das ist, Leben ist kein Zuckerschlecken, das ist kein Bauernhof hier! Ja, doch, es ist eigentlich schon so ein bisschen, aber gut. Ruhe, darf keiner hören. Oh, da waren wir gleich mal hier. Ich glaube, wir werden zu wenig Seiten haben, wird jetzt eher unser Problem sein. Also, dass wir zu wenig. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Quatsch, scheiße, ich brauche, glaube ich, doch noch was mehr. Wartet hier, ich brauche noch. Was kann ich jetzt? 3 Bücherregale machen. Ich bräuchte noch für 1 mehr. Immer noch 1 hier für einmal gerade töten. Für einmal. Für ein einzigstes. Für eins. Das spricht 3 Kühe. Tut mir leid, ich muss euch nochmal töten gehen. So, 2 sind gestorben, eine weniger als ich dachte. Geh weg, sonst stirbst du auch noch, aus Prinzip. Geht doch. Unverschämte Kuh hier. Nicht so frech, sonst töte ich dich auch noch. Jetzt gehen wir mal in unseren schönen Urwald rein, der so pseudomäßig hier aufgebaut ist. Und machen einen Geronimo-Jump. Hier kommt unser schön pseudomäßiger Urwald, der hier schon endet. Haha, hab ich den nicht geil aufgebaut. Der ist doch einfach geil. Zack, 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 zack. Ich weiß, das Schönste ist eh, ich habe eine schöne Sortierung angefangen am Anfang dieser Aufnahmesession, dieser Let's Play-Reihe. Und ja, ich glaube, die ist nach der wievielten Folge schon wieder hinfällig geworden, weil ich keinen Bock hatte, das jetzt mal runterzurennen im Keller. Also, tun bringt uns nur begrenzt. Hört auf zu grunzen, ihr doofen Schweine. Ich wollte schon Kühe sagen. Das Schöne ist, die Schweine vermehren sich in einer richtig schönen Population, damit die Kuhpopulation eher abnimmt. Ich sage das Population so gerne, weil Population so populant klingt. Und ja, nee, so sieht es eben aus, meine Freunde. Nee, Quatsch beiseite. Da die armen Kühe irgendwie immer krepieren, ich weiß gar nicht, warum sie immer krepieren. Kann ich mir gar nicht erklären, woran das liegt. Vielleicht wisst ihr das ja. Sprich, wir brauchen jetzt zack, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yep. 4 Stück. Hoffentlich habe ich mich auch jetzt nicht vertan, das probieren wir mal. Auch nicht aus, 21 haben wir hier, so passt alles, hoffe ich mal. Komm, ein Kuhgehirn kommst du hier rein, du darfst noch mal ein bisschen Fleisch braten. Dann gehen wir das schon wieder hinlegen und knacken eine Runde. Das ist noch nicht möglich, na gut. Dann, ja, was machen wir denn dann jetzt in der Zeit? Steht da, die steht da oben, ja gut, dann können wir mal losrennen. Zack, zack. Ich könnte auch so einen Aufgang hier hoch eigentlich bauen, ohne Probleme. Ja, komm, machen wir das. Wird hier eine Treppe nach oben hingebaut. Ne, die wird hier hinten hingebaut. Oh, wird das gemacht hier. Komm, kommt hier eine Fackel hin. Nein, ja, müssen nicht mal weit oben sein hier. Ja, gar kein Ende. Ich
Ich werde euch lande nachher wieder ganz oben vom Berg. Sag ich euch, wer ganz oben auf dem Berg gelandet. Hab ich es euch nicht gesagt? Ja gut, ganz oben wäre ich wahrscheinlich doch nicht gelandet, aber trotzdem. So, heißt, hier muss auch noch eine Tür hin. Dann können wir jetzt mal grob sagen, wir haben hier einen kleinen Aufgang, den wir nicht mal uns dann wieder so durchsuchen müssen. Ich würde ja gerne mal mit meiner Burg weitermachen, aber das dauert eh noch so ewig lange. Ich habe noch gar nicht die Materialien dafür, aber ich könnte aber mal eigentlich so langsam irgendwann damit beginnen. Oh, ja gut, mal überlegen. Das nächste Mal wird ein Stück Fleisch und dann kommen hier die 37 Absperrungsteile hin. Dann räusper ich mich gerade. Wie ein echter Mann. Ja. Und da. Achso, da war noch so ein Dingsbums-Teil. War nicht das, was ich gedacht habe, dass es wäre. Ich dachte, gleich ein Apfel rum. Apfel, ja. Apfel, ja. Ein Apfel. Ein Apfel. Schöner. So. So, das sieht schon gleich viel schöner aus. Ich weiß gar nicht, wollte ich jetzt noch einen weitergehen? Ja, einen. Hier dann mal weiter runterbauen. Immer schön den Stein herunter. Schalalalalala. Sieht schon, wir haben schon wieder eine relativ lange Aufnahmezeit erreicht. Ich glaube, das sind jetzt im Moment circa 19 Minuten, 20 Minuten dürfen. Ja, ich gucke mal ganz kurz nach. Ja, so 23 Minuten haben wir sogar schon. Ich bin gut, Leute. Ich bin echt gut. Ich bin spitze, ich bin super, ich bin toll, ich bin ein, ja, was bin ich denn, ein Turtle Gamer bin ich, muhahaha, wer hätte es gedacht, Leute, wer hätte es gedacht, gut. So, dann mache ich an der Stelle auch mal einen kleinen Cut, bis demnächst, schaust rein.